herzlich willkommen zurück bei The Sword of Etheria. Ja, wir sind beschätzt bei Kapitel 13 haben. Wir sind mal jetzt bei Kapitel 12 verwendet. Wir haben Gott erledigt. Und nun muss ich mal sagen, weiter geht's. Und dann können wir andere Charaktere behindern, aber Ich will viel behalten. Weil den will ich hochtrainieren, denn mit dem will ich schon spielen. Und wir können uns endlich mal verwandeln in unsere Form. Ah, jetzt kommt Yu-Yu dran. Zerstörte Illusionen. Oh. Roy, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen wieder heiß, bei Vulkane, wenn wir waren, wieder. Nein, das war nicht. Diese Leute. Sie scheinen nicht feindlich zu sein. Selbst dass ich das zeigen kann. Vorsicht! Wenn er sich verletzt, nehmen wir ebenfalls Schaden. Was? Wie kann denn das sein? Sie scheinen eine unsichtbare Schockwelle auszulösen, wenn sie verschwinden. Oh Gott. Fluchte Plagegeister. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das dürfte nervig werden. Aber schön, dass wir uns den Gegner nur angreifen, aber trotzdem sind sie nervig. Ach. Was bei dir denn? Mann, die sind schnell. Besser, wir stellen uns nicht direkt vor sie. So gut, zum Glück, dass wir stärkermäßig jetzt stärker sind. Das war gerade Logik von mir, oh mein Gott. Dass wir zum Glück, dass wir stärker jetzt sind. Der ist zu gut. Okay, du musst es stärker angehen. Sind das Seelen von denen? Also wir wissen ja, dass die Seelen der Leute, bis jetzt ehrlich, hat man ja bei den Ehen gesehen, der ja unten war, der ja unbedingt sterben wollte. Genau bei denen da war es ja genauso. Also, da kann ich euch das nicht zeigen. Nein! Doch, ich kann euch den Move zeigen jetzt. Gebt mir Kraft, Freunde! Genau. Erkennt ihr diese Attacke? Das ist krass, die Attacke. Das ist eine der Attacken, die wir am Anfang gesehen haben von denen. Also das war am Anfang, wo sie die Attacke eingesetzt haben. Wo noch Kane da war. Los,
So, jetzt passt für den Schaden auch. So, und jetzt müssen sie alle, down sein. Und. Die Erde bebt? Okay, das ist komisch. Irgendwas muss da unten sein. Achso, deswegen gibt es die Erde. Ey, ich wollte Amira gerade rufen. Nicht auf. Ja, ich muss schon mal hier da hinten hingehen. Oh, Energie, 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 Energie. Ich kriegst du nicht klein. Ja, und das sind wir ja noch. Gut. Bringt er? Energie leben, passt doch. Ich gehe rechts. Ich gehe rechts lang. Einfach Punktzahl. So. Was darf ich nicht machen mit denen? Die gleich hinterher gekommen sind. Oh, was zum Teufel? Habt ihr es gerade gesehen? Na gut, ihr habt es gerade gesehen. Komm, da müsst ihr ein paar Punkte bringen, komm. Naja, geht. Es geht. Lebensenergie, das ist gut. Das Server ist da vorne bestimmt so ein großer Wähler, so ein Springer, oder? Nee? So, da vorne. Da wird das Zähne runter, bitte.
Ja, die Kanonen, die kanonieren erstmal einfach nur hier. Die Kanonieren hat die Fernkämpfer, das ist einfach nur. Allgemein so Fernkämpfer, wenn sie auch da dazwischen sind. Komm, verzieh dich. Vier Punkte. Mal vier Punkte geht doch. Los jetzt! Verstanden! Ja! Viel! So war's das? Das war's, gut. Okay, gut, jetzt kann ich weiter. Ah, Juju, da ist er doch. You're here, huh? Juju. What are you guys anyway? How can a reject and a couple of dropouts defeat a god? Just what is it you guys want? Do you want to turn into gods yourselves or something? Well, answer me! I just want to rescue them. My little sister. All the village kids. The Katinas. The Eteria. And you too! Me? You want to rescue me? What are you talking about? I don't get it. I just don't get it! Juju! When you found out the gods weren't immortal, a doubt started to grow in your mind. That doubt is competing with the gods' control in your head, threatening your stability. I know it's difficult to accept, but... Shut up! If you really want to help me that badly, then why don't you just die right here, right now? Just looking at you guys makes me so furious, I can't stand it! Die! Just please die! Ja, die darf ihre Form so rein. Aber Jetzt passt auf. Ja, das trifft sie direkt. Okay.
Was ist los mit dir? Das war's, genau. Ja, prima, passt doch. Und sie ist auch befreit. Ja, vielleicht kann sie sich jetzt erinnern, wer sie mal war. Ja, die kann auch nicht klar denken, wenn man so überlegt. Weil wenn du überlegst, bist du halt ehrlich, die wurde jahrelang, Jahrhunderte, also bei jahrelang belogen eigentlich, die ganze Zeit vor den Göttern. Und jetzt hat sie die Wahrheit gesehen. Jetzt hat sie die Wahrheit gesehen, weil das eigentlich bedeutet, was die Wahrheit ist. Ja, ist schon hart, wenn man die Wahrheit erfährt. Ja, aber komm mal da, bei 11.000 wird das dann passt doch.